Wir hören ständig verschiedene Stimmen. Ganz viele Stimmen von außen und die eine innere Stimme. Und ich hätte fast verlernt, auf meine innere Stimme zu hören. Ich war eine Zeit lang so sehr damit beschäftigt, auf die ganzen äußeren Stimmen zu hören, die mir gesagt haben, was ich am besten tun und lassen sollte, dass ich meiner inneren Stimme die Tür vor der Nase zugeknallt habe. Sie hat mir ziemlich offensichtlich in meinen Träumen zugerufen, aber selbst das habe ich gekonnt ignoriert. Was war das denn für ein komischer Traum? Bis sie irgendwann wirklich verstummt ist und ich sie nicht mehr hören konnte. Stimme, wo bist du? Tja, wenn du ihr nie zuhörst, dann schweigt sie halt irgendwann. Natürlich ist es auch wichtig, auf die äußeren Stimmen zu hören. Wir Menschen wollen nun mal von anderen Menschen geliebt und akzeptiert werden. Und man kann auch von den Meinungen der anderen profitieren. Und ich habe auch nichts gegen Vor- und Nachteile abwägen. Aber sobald wir uns von diesen äußeren Stimmen lenken lassen, sind wir verloren! Deshalb habe ich mir für diese Woche vorgenommen, nett zu meiner inneren Stimme zu sein, sehr gut auf sie zu hören, sodass sie sich traut, wieder lauter zu werden. Und da das ein Motimon-Video ist, fordere ich dich heraus, das Gleiche zu tun. Aber wie? Ich werde es mit Yoga und Meditation und Tagebuchschreiben versuchen. Ich glaube, da hat auch wieder jeder so seinen Weg. Wenn man eine Momo als Freundin hat, die super gut zuhören kann, dann ist auch das ein super guter Weg. Passt gut auf eure innere Stimme auf, hört auf sie und wir sehen uns demnächst. Tschüss! Wenn du mehr Motivation brauchst, dann schau dir meine anderen Motivationsmontagsvideos an. Hier ist die Playlist. Bis bald.